Wir freuen uns sehr, dass er jetzt da ist. Ex-Bundespräsident Horst Köhler, heute wie damals ein großer Afrika-Kenner und jemand, der sich um diesen Kontinent sehr verdient gemacht hat, sich sehr viel um die Probleme dort kümmert. Und natürlich liegt ihm das Thema Zukunftswerte genauso wie unserem ganzen Symposium am Herzen. Ich freue mich sehr. Horst Köhler, herzlich willkommen. Ja, meine Damen und Herren, ich konnte aus Termingründen erst heute Nachmittag anreisen und dann habe ich jetzt gerade zugehört, backstage, der Diskussion von Herrn Jogeshwar und Herrn Otto. Eigentlich könnte ich sagen, schade, dass Sie aufgehört haben zu diskutieren, denn es war wirklich spannend und es hat mir selber wieder ein paar neue Erkenntnisse gebracht. Vielen Dank, Herr Otto, Herr Jogeshwar. Lieber Herr Dr. Otto, liebe Familie Otto, sehr geehrter Herr Birken, meine Damen und Herren, ich freue mich sehr, heute in Hamburg zu sein, dem deutschen Tor zur Welt. Es gibt ja viele Orte, wo man über die Zukunft nachdenken kann, aber in Hamburg ist die Denkrichtung quasi schon mit eingebaut. Hier begegnen sich Tradition und Innovation, Verwurzelung und Weltläufigkeit, Freiheit und Verantwortung. Und das sind genau jene Spannungsfelder, in denen Energie für Werte und mutige Zukunftsgestaltung entsteht. Ich nehme stark an, dass Michael Otto nicht ganz unschuldig daran ist, dass sein Geburtstag nicht mit Konfetti, sondern mit Debatten gefeiert wird, eben mit diesem heutigen Symposium zu Zukunftsfragen. So habe ich ihn kennengelernt. Persönlich zurückhaltend, nachdenklich, immer den Grundfragen von Wirtschaft und Gesellschaft auf der Spur. Dr. Otto war nie nur am unternehmerischen Erfolg interessiert, und das hat er ja heute Abend wieder deutlich gemacht, sondern immer auch am Schicksal Deutschlands, etwa als er mit Helmut Schmidt die Deutsche Nationalstiftung gegründet hat. Immer auch am Schicksal der Natur, etwa als WWF-Präsident oder mit seiner eigenen Naturschutzstiftung. Immer auch am Schicksal der Welt als Ganzes, etwa mit seinem klugen Engagement für Afrika. Viel früher als andere hat Michael Otto erkannt, dass Deutschland, dass Europa keine gute Zukunft haben kann, wenn nicht auch Afrika eine gute Zukunft hat. Und deshalb bin ich froh, dass wir neben den vielen Großfragen dieses Jahrhunderts, die heute diskutiert wurden, auch über die Großfrage der Zukunft des afrikanischen Kontinents sprechen, wobei diese Fragen, wie wir sehen werden, alle miteinander zusammenhängen. Ich bekomme seit geraumer Zeit ständig Einladungen, über Afrika zu sprechen. Ich freue mich über das gestiegene Interesse am afrikanischen Kontinent, aber manchmal zucke ich innerlich zusammen, und zwar dann, wenn ich als sogenannter Afrika-Experte angefragt werde. Ich habe vor einigen Jahren eine Rede gehalten mit dem Titel »Von der Unmöglichkeit, über Afrika zu sprechen«. Da begründe ich, warum ich nicht glaube, dass es so etwas wie einen alles überblickenden, alles wissenden Afrika-Experten geben kann, denn dafür ist dieser Kontinent viel zu groß und komplex und widersprüchlich. Mehr und mehr stört mich an diesem Begriff jedoch, dass er die Afrika-Politik an die Experten delegiert und damit irgendwo auch suggeriert vielleicht, die wirklich relevante Politik spiele woanders. Ich gebe also zu, dass ich den Titel des Afrika-Experten
nur mit einem gewissen Widerwillen trage, nicht weil er mich kleiner machen würde, sondern weil er Afrika kleiner macht, diesen großen, stolzen, wichtigen Kontinent unseres Planeten. Es gibt derzeit in der öffentlichen Diskussion, in Medien und Politik eigentlich immer nur zwei Geschichten, die über Afrika erzählt werden. Die eine ist eine Geschichte des Leids, die Mitleid hervorruft, also das uns vertraute Afrika des Hungers, der Armut und der Kriege. Die andere ist eine Geschichte der Bedrohung, die Angst hervorruft. Im Grunde auch dies ein jahrhundertealtes Motiv der Furcht vor dem schwarzen Mann, der Europa überrennt, das jetzt im Zuge der alles dominierenden Migrationsdebatte wieder stark wird. Beide Diskurse, der des Mitleids und der der Angst, verengen unseren Blick auf die afrikanische Wirklichkeit. Sie reduzieren unser Nachbarkontinent auf seine Beziehung zu Europa und sie produzieren Lösungen, die ebenso verengt und damit irreführend sind. Viele afrikanische Politiker sagen mir in diesen Monaten leicht entnervt, ihr Europäer wollt mit uns nur noch über Migration reden. Und damit meinen sie nicht, dass Migration kein wichtiges politisches Thema wäre, sondern dass die afrikanisch-europäische Zusammenarbeit so viel mehr leisten kann und leisten muss, als nur die Eindämmung von Migration. Wenn jedes Problem ein Nagel ist, wird nur noch mit dem Hammer gearbeitet. Dabei ist die afrikanische Werkzeugkiste sehr viel bunter und die Herausforderungen, aber auch die Chancen vielfältiger, als es uns die sehr eindimensionale Migrationsdebatte glauben macht. Afrika ist wichtig und wird immer wichtiger. Es ist wichtig aus politischer Sicht, aus wirtschaftlicher Sicht, aus ökologischer Sicht, zunehmend auch aus kultureller Sicht. Afrika hat einen gigantischen Ressourcenreichtum, von dem der Rest der Welt schon lange und die eigene afrikanische Bevölkerung noch skandalös wenig profitiert. Afrika verfügt über 60% der noch nicht bewirtschafteten Agrarflächen dieses Planeten. Afrika und seine Wälder, Wüsten, Meere sind für das globale Ökosystem von enormer Bedeutung. Der afrikanische Kontinent trägt nicht nur viele schlimmen Folgen des von den anderen Kontinenten verursachten Klimawandels, sondern kann auch für seine Bekämpfung eine entscheidende Rolle spielen. Und schließlich hat Afrika eine Bevölkerung, die so rasant wächst und so jung ist, dass sie zu einem ökonomischen und sozialen Faktor auf diesem Globus geworden ist, den niemand weiter ignorieren kann. Die Bevölkerung wird sich bis ins Jahr 2050 wohl verdoppeln auf 2,5 Milliarden Menschen. Dann werden etwa 25% der Weltbevölkerung Afrikaner sein, nur etwa 5% Europäer. Dann wird einer alternden europäischen Gesellschaft die größte Jugendbevölkerung in der Geschichte der Menschheit gegenüberstehen. Auf unserem Nachbarkontinent sind schon heute die Hälfte aller Menschen jünger als 18 Jahren. In Deutschland liegt das Medianalter bei etwa 47. Die gegenwärtige Zeit der Destabilisierung und des Konflikts in der Weltpolitik, die Debatten um Migration, Terrorismus, Kapitalismus, Demokratie und so weiter, sie geben uns eine Vorahnung dessen, was diese gigantischen demografischen Umbrüche für das globale Zusammenleben bedeuten könnte. Für mich steht fest, meine Damen und Herren, der Jugend Afrikas Perspektiven zu geben, das ist eine der größten Herausforderungen des 21. Jahrhunderts. Hier wächst eine Macht heran, mit der zu rechnen ist, im Guten wie eben auch im Schlechten.
Ich sage bewusst Macht, weil ich glaube, dass genau das die richtige strategische Kategorie ist, mit der wir auf diese globale Herausforderung blicken sollten. Genauso wie wir auch den Aufstieg Chinas oder die Digitalisierung als neue Machtfaktoren in der Weltpolitik begreifen. Schon 2005, meine Damen und Herren, hat der Afrika-Korrespondent Bartholomäus Grill ein Buch geschrieben mit dem Titel »Ach, Afrika«. Viele, mit denen ich in Deutschland über Afrika spreche, reagieren mit einem ähnlichen Stoßseufzer auf den Kontinent. »Ach, Afrika«, sagen sie frustriert, »da geht doch jetzt schon seit Jahrzehnten nichts voran und dann diese Korruption.« Ich halte die Klage über die endemische Korruption in der Sache zwar nicht für falsch, aber im Tonfall eben auch für wenig hilfreich, bisweilen gar für verräterisch. Erstens, weil sie verschweigt, dass oft nicht nur afrikanische Eliten, sondern auch Wirtschaftsakteure, manchmal sogar politische Akteure von außen an der Korruption beteiligt sind. Zweitens, weil sie oft nur die eigene strategische Rat- und Tatenlosigkeit gegenüber Afrika verschleiert. Und drittens, weil sie den Blick verstellt auf die vielen Fortschritte, die es in vielen Teilen des Kontinents unbestreitbar gibt. Nein, es ist nicht alles schlecht in Afrika. Im Doing Business Index der Weltbank liegt das bestplatzierte afrikanische Land, Mauritius, vor Frankreich und der Schweiz. Das zweitplatzierte afrikanische Land, Ruanda, liegt vor Rumänien und Belgien. Im Korruptionsindex von Transparency International ist Botswana besser platziert als Polen und Namibia besser als Italien. Das alles macht die herrschende Korruption in vielen Ländern Afrikas nicht besser, rückt aber einiges in Perspektive. Auch auf politischer Ebene muss man dringend differenzieren. Der von der Mo-Ibrahim-Stiftung erarbeitete umfangreiche Index für gute Regierungsführung, ein Index mit fast 100 Kriterien, stellt fest, dass es in den vergangenen 10 Jahren bei Demokratisierung und Rechtsstaatlichkeit in Afrika klare Verbesserungen gegeben hat, wenn auch in den letzten 5 Jahren verlangsamt. Müssen wir uns über die Zukunft der Demokratie aber nicht auch bei uns Sorgen machen, wenn wir den global aufkommenden Autoritarismus beobachten? Oder von den Möglichkeiten der Manipulation von demokratischen Wahlen im Zeitalter der Digitalisierung erfahren. Vielleicht sollten wir die Diskussion um die afrikanische Demokratie mit etwas weniger Selbstgerechtigkeit führen, sondern in einen größeren Kontext stellen, was eigentlich die Voraussetzungen von Demokratie sind und wie sie zu erhalten ist bei uns und woanders. Tatsache ist jedenfalls, dass sich die 55 Staaten der Afrikanischen Union für ein politisches Entwicklungsmodell entschieden haben, das auf den Werten Demokratie, Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit fußt. Das kann man nachlesen. Und ich sehe in der derzeitigen Führung der Afrikanischen Union mit dem ruandischen Präsidenten Kagame und dem Kommissionsvorsitzenden Faki eine große Chance für Kontinuität und Berechenbarkeit in der afrikanischen Politik. Die Zeit aber, als man sich mit Dankbarkeit an einem gönnerhaften Europa orientierte in Afrika, sie ist vorbei. Ein gutes Beispiel ist die panafrikanische Freihandelszone, die vor wenigen Wochen von 44 Staaten auf den Weg gebracht wurde. Damit machen die Afrikaner einen entscheidenden Schritt zu mehr regionaler Integration und damit auch weniger Abhängigkeit vom Westen oder von China.
Ja, es gibt sie, die afrikanischen Politiker und Intellektuellen, die eine klare, strategisch-konzeptionelle Vorstellung haben, wo sie mit ihrem Kontinent hinwollen. Die Vision 2063 der Afrikanischen Union benennt die grundlegenden Ziele für die sozioökonomische Transformation Afrikas in den nächsten 50 Jahren. Wie kein anderer Kontinent verknüpft die Afrikanische Union dabei ihre eigene Strategie auch mit dem globalen Rahmenwerk der Vereinten Nationen, der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung. Meine Damen und Herren, der Sticker hier ist das Symbol für diese Agenda 2030. Mir gibt das Hoffnung, diese Verbindung der afrikanischen Strategie mit der UN-Strategie. Mir gibt das Hoffnung, denn damit macht Afrika deutlich, dass es sich als Teil einer multilateralen, kooperativen Weltordnung mit einer starken UN versteht. Und das ist ja vor einigen Jahren, hätte man so einen Satz noch für selbstverständlich gehalten. Das ist es heute nicht mehr. In dieser Welt der wachsenden Unordnung sollte Europa hier einen Verbündeten erkennen in dem Kontinent Afrika. Bei allem, was in Afrika unzureichend ist, und die allermeisten dieser Unzulänglichkeiten werden von der afrikanischen Zivilgesellschaft selbst am lautesten und häufig auch wütendsten angeprangert, ganz ohne erhobenen europäischen Zeigefinger. Bei allem also, was in Afrika unzureichend ist, sollte man anerkennen, Afrika hat eine Vision, einen Weg für sich definiert. Dieser Weg wird Zeit brauchen, auch Lernerfahrung, er wird Rückschläge bringen. Dass er gelingt, liegt im ureigenen europäischen Interesse. Europa sollte deshalb geduldig, aber auch ehrgeizig und konstruktiv an einer echten Partnerschaft mit Afrika arbeiten. Ich möchte in wenigen Pinselstrichen skizzieren, wo für mich wichtige Ansatzpunkte einer solchen echten Partnerschaft liegen, weil das ist ein Großthema, aber ich will es versuchen, knapp zu machen. Erstens, der stärkste Motor von Entwicklung ist die Bildung. Afrikas Jugend ist hungrig auf Bildung, auch Perspektiven, auch nach politischer Partizipation. Und wir sollten diesem Hunger nicht mit Kleingeistigkeit und Angst, sondern mit Offenheit und ja, Großzügigkeit begegnen. Deutschland hat hier insbesondere mit seinem dualen Berufsbildungssystem oder auch den Fachhochschulen viel anzubieten. Die Möglichkeiten, praktische Bildung nach Afrika zu bringen, sind quasi unbegrenzt. Die Gründung eines Gemeinschaftswerks der deutschen Wirtschaft für die Förderung der Berufsausbildung in Afrika oder, das habe ich dann auch schon mal gehört, ein deutsches Technikinstitut in Afrika könnte dafür einen Leuchtturm setzen. Bieten wir darüber hinaus mehr jungen Leuten aus Afrika die Möglichkeit, für eine Zeit zu uns nach Deutschland und nach Europa zu kommen, zu lernen, zu studieren, zu forschen. Lasst uns massiv die deutschen und europäischen Austauschprogramme ausbauen und die Stipendienmöglichkeiten hochfahren. Das ist eine Investition. Was wir brauchen, so hat mir das mal ein Student in einer Diskussion an der Universität Kumasi in Ghana gesagt, ist nicht Brain Drain, der die besten Talente aus den afrikanischen Ländern abzieht, sondern Brain Circulation. Also eine Offenheit für eine neue Generation von Anpackern, die global lernen wollen und dann doch aber die Bereitschaft haben, ihr Land mit aufzubauen. Lassen wir uns um Gottes Willen nicht von der Flüchtlingsdebatte davon abhalten, auf allen möglichen Wegen Bildungsperspektiven für die afrikanische Jugend zu schaffen, in Afrika und in Europa. Übrigens,
Wenn ich das an dieser Stelle anmerken darf, verstehe ich wirklich nicht, wieso Deutschland auch im Jahr 2018 immer noch kein modernes Einwanderungsgesetz auf die Reihe kriegt. Dabei wäre das ein enorm wichtiger Schritt, um Ruhe und Richtung in unsere Migrationspolitik zu bekommen. Es wäre auch ein richtiges Signal, nicht zuletzt nach Afrika, dass wir zwischen Asyl und Migration zu unterscheiden wissen und dass wir uns nicht einigeln, aber unsere Offenheit zu unseren Bedingungen gestalten wollen. Zweitens, die deutsche Wirtschaft mit ihrer starken industriellen Kompetenz ist der geborene Partner für Afrika, um dort die notwendige Diversifikation und Transformation der afrikanischen Volkswirtschaften voranzubringen. Ich freue mich, dass die deutsche Wirtschaft in Industrie und Handwerk zunehmend das enorme bedarfsnotwendige Wachstumspotenzial des afrikanischen Kontinents erkennt. Ich wünschte mir von ihr auch eine besondere Kreativität, eine mutige Pionierrolle, wenn Sie so wollen, afrikanische Standorte in globale Wertschöpfungsketten zu integrieren. Dabei kann vor allem auch unser Mittelstand mit seiner Philosophie der lokalen Verwurzelung und sozialen Verantwortung eine wichtige Rolle spielen. Für eine kraftvolle strategische Wirtschaftspartnerschaft mit Afrika muss aber auch der Staat mehr Flagge zeigen durch einen mutigeren und flexibleren Einsatz von Finanzierungs- und Garantieinstrumenten. Dabei sollte nicht einfach die Exportförderung, sondern insbesondere auch die Absicherung von Eigenkapitalinvestitionen des Mittelstandes verbessert werden, die vor Ort Arbeitsplätze schaffen. Ich glaube, dass der Compact with Africa, den die Bundesregierung letztes Jahr mit ihrer G20-Präsidentschaft angestoßen hat, einen neuen nachhaltigen Impuls bewirken kann, wenn er die Verbesserung des Investitionsklimas in ausgewählten afrikanischen Ländern auch verzahnt mit einer Verbesserung der Förderinstrumente bei uns. Und ich hoffe sehr, dass diese Initiative nicht versandet wie so viele Ankündigungen und die neue Bundesregierung bei der Umsetzung des Compacts jetzt Tatkraft und auch Ehrgeiz zeigen wird. Drittens, Europa muss endlich begreifen, dass es sich in einer Schicksalsgemeinschaft mit Afrika befindet. Das verlangt, dass es seine Agrar-, Industrie-, Handelspolitik überprüft auf die Frage hin, was in Afrika wirklich Arbeitsplätze schafft. Oder endlich mal überprüft, was eben die Schaffung von Arbeitsplätzen durch die europäische Politik erschwert. Damit die afrikanischen Volkswirtschaften fähig werden, mehr ihre eigenen Rohstoffe zu verarbeiten, halte ich es persönlich für berechtigt, dass afrikanische Regierungen einen zeitlich begrenzten Schutz für den Aufbau entsprechender, wie sie sagen, Infant Industries fordern. Und sie zitieren da manchmal sogar den Friedrich List dafür, ohne dass wir das jetzt genauso umsetzen können. Europa muss im eigenen Interesse eine positive Antwort darauf finden, auf diese Bemühungen in Afrika Industrie, Verarbeitungskompetenz aufzubauen und darf sich nicht von den Besitzstandswaren in seinen eigenen Reihen bremsen lassen. Mir leuchtet übrigens auch die Idee vor allem grenzüberschreitender Sonderwirtschaftszonen in Afrika ein, die sich mit klaren Governance-Regeln zu regionalen Hubs entwickeln können. Mein vierter Punkt ist kein ökonomischer, sondern eher ein kultureller. Legen wir unsere Arroganz gegenüber Afrika ab. Lernen wir mehr über seine Geschichte, seine Wirklichkeit, seine Kultur. Lernen wir zu differenzieren. Und lernen wir mehr von Afrika. Dieser Kontinent, meine Damen und Herren,
verdient die volle Aufmerksamkeit unserer klügsten Köpfe. Er verdient Reisen und Dialoge noch viel stärker als bisher. Und er verdient einen gegenseitigen Lernprozess, ein Übereinander, voneinander lernen. Ich bin übrigens davon überzeugt, dass wir in diesem Prozess auch uns selbst besser verstehen lernen. Was es bedeutet, Europäer zu sein, Deutsch zu sein, in dieser Welt der gegenseitigen Abhängigkeiten, der Interdependenz. Meine Damen und Herren, zwischen Europa und Afrika gibt es ganz offensichtliche Asymmetrien, politische und ökonomische. Ich glaube, der Schlüssel für eine echte strategische Partnerschaft zwischen beiden Kontinenten ist, wir dürfen diese Asymmetrien nicht verschleiern, sondern müssen sie produktiv nutzen. Ich sehe dafür zwei große Ansatzpunkte. Wir können sie erstens dadurch nutzen, dass wir stärkere Finanzbrücken dadurch nutzen, dass wir stärkere Finanzbrücken bauen, als Investitionen zwischen den alternden, sparstarken Gesellschaften des Nordens und den jungen, investitionshungrigen Gesellschaften des Südens. Zweitens können wir die Asymmetrien fruchtbar machen, und auch das ist nicht mehr nur ein ökonomischer, sondern fast schon ein kultureller Punkt, wenn wir unsere eigenen Wachstumsvorstellungen, ich könnte auch sagen, unsere eigene Wachstumsideologie in Beziehung setzen zum dringend benötigten Wachstum in Afrika, dem dortigen Wachstum also ökologischen und ökonomischen Raum geben durch eine andere Art des Wirtschaftens, des Produzierens und Konsumierens bei uns. Ich bin zutiefst davon überzeugt, meine Damen und Herren, dass das kein Verzichtsszenario ist, sondern im Gegenteil ganz neue Wohlstandsenergien bei uns freisetzen kann, jenseits des materiellen und letztlich möglicherweise selbstzerstörerischen immer mehr. Warum wagen wir es nicht, die Vision eines wahrhaft globalen Sozialkontrakts zu denken? Die Interdependenz ist da. Allen, denen das eine Nummer zu groß ist, sage ich, machen wir uns nichts vor. Die Migrationsbewegungen der letzten Jahre, von denen wir in Europa bisher lediglich die Ausläufer gespürt haben, sind kein geschichtlicher Ausrutscher, sondern Boten einer neuen Zeit, in der die krassen Wohlstandsunterschiede zwischen den Ländern von einer unruhigen und wachsenden Jugend im Süden nicht länger akzeptiert werden. Es ist möglich, diese Jugendperspektiven zu öffnen. Die wirtschaftliche Transformation Afrikas kann aber nur in Wechselwirkung mit einer strukturellen Transformation auch Europas gelingen. Das ist für mich das Ergebnis der Analyse. Und damit sind wir bei all den Themen, über die Sie heute gesprochen haben. Digitalisierung, Globalisierung, Klimawandel, globale Ungleichheit, Zukunft des Kapitalismus. All diese Herausforderungen schreien nach einer strukturellen Transformation, einem Neudenken der Beziehungen zwischen Wirtschaft, Staat und Gesellschaft. Und zwar überall, im Norden wie im Süden, im Osten wie im Westen. In diesem großen globalen Transformationskontext müssen wir dann auch unsere Afrikapolitik einordnen. Meine Damen und Herren, Michael Otto, dessen Geburtstag uns heute hier in der Elbphilharmonie zusammenführt, hat schon früh auf diese Zusammenhänge hingewiesen zwischen dem Ökologischen und dem Sozialen,
zwischen dem Nationalen und dem Globalen. Er ist nie beim Nachdenken stehen geblieben. Michael Otto hat seine Haltung stets im Handeln bewiesen. Dafür stehen seine Initiativen, das Prinzip des nachhaltigen Wirtschaftens in der Unternehmenskultur der Otto Group zu verankern. Dafür steht seine ganz persönliche Bereitschaft als Unternehmensführer im Kampf gegen den Klimawandel Flagge zu zeigen. Und dafür steht sein Projekt Cotton Made in Africa, mit dem Michael Otto nicht nur in umfassender Weise eine faire Zusammenarbeit mit afrikanischen Kleinbauern organisiert, sondern auch seinen tiefen Respekt vor der Natur und der Kultur Afrikas beweist. Und das haben Sie vorhin zum Teil ja auch noch einmal skizziert. Er ist damit, Michael Otto, ein Pionier einer neuen Art der Kooperation zwischen den Kontinenten. Michael Otto lebt im besten Sinne Gebot und Geist unseres Grundgesetzes in Deutschland. Ich zitiere das: Eigentum verpflichtet, sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen. Ende des Grundgesetzparagraphen. Als Hamburger weiß er, dass wir angesichts der Interdependenz auf unserem Planeten diese Allgemeinheit auch global verstehen müssen. Für mich ist Michael Otto ein Mutmacher, dass die soziale und ökologische Marktwirtschaft Zukunft hat, in Deutschland und in der Welt. Danke dafür, lieber Michael Otto. Hören Sie bitte nicht auf, über die Zukunft nachzudenken. Eine Zukunft, die allen Menschen ein Leben in Würde ermöglicht, auch in Afrika. Ich danke Ihnen. Ganz, ganz herzlichen Dank für Ihre Rede. Ich muss sagen, engagiert wie immer. Und ich weiß, Sie sind ja nicht nur seit Jahren, sondern seit Jahrzehnten ein wirklicher Kämpfer für Afrika. Und zwar nicht, dass Sie jetzt meinen, man müsste unbedingt Spenden für Afrika zusammenbekommen. Nein, sondern dass Sie letztendlich sagen, man muss Afrika auf Augenhöhe begegnen. Man muss die Chancen in Afrika sehen. Man muss den Wirtschaftsaustausch mit Afrika vornehmen. Und da sind immense Potenziale auch gerade für die Industrienationen da. Das heißt, es ist keine Einbahnstraße, sondern letzten Endes hier ein Wirtschaftsaustausch, wo es nur Gewinner gibt. Und ein ganz wichtiges Thema, Sie haben es angesprochen, ist Bildung. Und ich erinnere mich noch sehr gern, wir haben vor vielen Jahren von der Handelskammer Hamburg in Madagaskar mit Ehrenamtlichen dort das Kammersystem aufgebaut und die duale Ausbildung eingeführt. Hatten zuerst nur 5 Ausbildungsberufe, hinterher wurden es immer mehr, aber Ausbildungsberufe, die wichtig waren für das Land, wie Reisebürokaufmann, wie Tischler, das heißt also wichtige Berufsbilder. Und ich erinnere, als Sie als Bundespräsident eine Afrika-Reise gemacht haben, durfte ich Sie begleiten. Und in Madagaskar wurde gerade der erste Jahrgang fertig in der Ausbildung. Und Sie haben
dem Jahrgang dann persönlich die Urkunden ausgehändigt und die waren so glücklich. Aber es zeigt, was man machen kann und wie wichtig in Bildung ist. Und im Grunde ist das auch etwas, was man multiplizieren muss in andere afrikanische Staaten. Also Bildung, Bildung, Bildung ist sicherlich die Basis dafür, aber auch, wie gesagt, gerade die Chancen, die wir sehen müssen und nicht nur immer die Probleme und die Risiken. Sie haben viele Anregungen gegeben in Ihrer Rede. Ihnen dafür also auch nochmal ganz, ganz herzlichen Dank.